Hi Leute, hier ist wieder Christian und im heutigen Video möchte ich euch meinen Vergleich zwischen dem Samsung Galaxy A5 und Galaxy J5 jeweils aus dem aktuellen Modelljahr 2017 zeigen. Vor allem hinsichtlich des aktuellen Preises des Galaxy A5 stellt sich die Frage, ob man überhaupt zu dem etwas schwächer ausgestatteten Galaxy J5 greifen soll. Weiterhin gehe ich auf das Design und die Verarbeitung, aber natürlich auch Akkulaufzeit, Software, spezielle Funktion und die allgemeine Performance ein. Lasst uns auch in diesem Video zuerst einen kurzen Blick auf das Design und die Verarbeitung werfen. Schaut man sich die beiden Smartphones side by side an, so erkennt man auch auf den ersten Blick, dass sie fast identische Abmessungen besitzen. Lediglich bei der Nachkommastelle gibt es marginale Unterschiede, die sich in der Hand aber nicht bemerkbar machen. Auch mit einem Gewicht von 160 Gramm beim J5 und 159 Gramm beim Galaxy A5 liegen beide Smartphones auf Augenhöhe. Die Abmessungen beider Geräte betragen übrigens 146 mm in der Höhe, 71 in der Breite und 8 mm in der Dicke. Der einzige Unterschied besteht im Grunde genommen bei den Materialien. Während das etwas teurere Galaxy A5 auf eine Kombination aus Glas und Metall setzt, ist das J5 komplett aus Aluminium gefertigt. Gut anfühlen tun sich beide. Letztendlich ist es daher Geschmackssache, auf welches Smartphone die eigene Wahl fällt. Auch bei der Verarbeitung nehmen sich beide Smartphones nichts, da selbige für diesen Preisbereich absolut hervorragend ist und auch die Druckpunkte der Buttons nicht zu bemängeln sind. Jeweils auf der rechten Seite der Geräte befinden sich die Lautsprecher, im Fuß das Mikrofon zum Telefonieren und eine 3,5 mm Klinkenbuchse. Lediglich beim USB-Port ersetzt das teurere Galaxy A5 auf USB Typ C, beim J5 kommt noch der alte Micro-USB-Anschluss zum Einsatz. Der größte Unterschied in diesem Bereich besteht allerdings bei der bestehenden IP68-Zertifizierung des Galaxy A5. Damit ist das Smartphone gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt, während das J5 ohne diesen Schutz auskommen muss. Preislich sprechen wir mit Stand Juli 2017 von 220 Euro beim Galaxy J5 2017 und 299 Euro beim Galaxy A5 2017. Die Displays der beiden Smartphones setzen auf eine Diagonale von 5,2 Zoll und sind mit einem AMOLED-Panel versehen. Soweit die Gemeinsamkeiten. Ansonsten gibt es doch deutliche Unterschiede, was zuerst bei der Auflösung sichtbar wird. Mit Full HD und 424 ppi kommt beim A5 das deutlich schärfere Display zum Einsatz, was so auch mit bloßem Auge sichtbar wird. Das J5 2017 kommt hingegen nur auf 292 Pixel pro Inch, hier setzt man nur auf eine Auflösung in 720p. Aber auch hinsichtlich Helligkeit, Farbdarstellung und Weißwert ist das A5 2017 etwas besser. Kräftigere Farben, etwas heller und ein reineres Weiß treffen hier auf den Nutzer. Die Blickwinkeleigenschaften hingegen sind annähernd gleich. Ein weiterer Unterschied betrifft den Sperrbildschirm, da beim Galaxy A5 ein Always-On-Display aktiviert werden kann. Hier können dauerhaft Uhrzeit, Kalendereinträge, Termine oder Bilder in unterschiedlichen Variationen und immer sichtbar dargestellt werden. Für den schnellen Blick oder einen Check von eingegangenen Benachrichtigungen absolut empfehlenswert. Einen kleinen Nachteil gibt es dann hier aber auch. Das Always-On-Display verbraucht pro Stunde rund 1% an Akku. Bei den technischen Daten gibt es vor allem im Bereich des Arbeitsspeichers, der CPU, aber auch des internen Speichers die größten Unterschiede. Beim A5 finden wir ein Exynos 7880 und 3 GB RAM, beim J5 den etwas schwächeren 7870 und 2 GB Arbeitsspeicher. Beim Grafikprozessor setzen zwar beide auf die Mali T830 GPU, im A5 ist sie jedoch einen Tick stärker. Die geringfügig höhere Taktung beim A5 bringt selbiges auch zu etwas besseren Benchmark-Ergebnissen. Hier stehen sich zum Beispiel 60.000 gegenüber 45.000 Punkte im AnTuTu. Wie ich aber auch schon in den Reviews zu beiden Smartphones gesagt habe, ist die Leistung bei beiden Geräten absolut ausreichend, subjektiv gesehen, aber beim A5 etwas besser, womit man hier auf lange Sicht das bessere Paket bekommt. Auch durch den größeren Speicher von 32 gegenüber 16 GB kommt es selbst bei mehreren Spielen zu keinem Platzproblem beim Galaxy A5. Bei den Akkus stehen sich jeweils 3000 mAh große Batterien gegenüber. Obwohl das A5 etwas leistungsstärker ist, liegt der Verbrauch in etwa auf dem gleichen Level, vielleicht mit leichten Vorteilen beim günstigeren J5. Bei normaler Nutzung kommt man nichtsdestotrotz gute 1,5 Tage über die Runden, bei wenig Nutzung sind sogar 2 Tage möglich. Aber auch hier liegen wieder die Unterschiede im Detail, da das A5 2017 mit einem Schnellladenetzteil ausgestattet ist und somit innerhalb von 30 Minuten rund 45% wieder in das Smartphone bringt. Beim Galaxy J5 sind es hingegen nur 20% in 30 Minuten.
Zum Schluss sprechen wir in diesem Kapitel noch über die Fingerabdrucksensoren unterhalb des Displays. Zum Entsperren der Geräte ist nur noch das Auflegen des Fingers notwendig, sodass die Buttons an sich nicht mehr durchgedrückt werden müssen. Beide entsperren fast zu 100% zuverlässig, das Galaxy A5 auch in diesem Fall aber minimal schneller. Bei den verbauten Kameramodulen gibt es auf dem Datenblatt einen leichten Vorteil für das Galaxy A5. 16 Megapixel vorne und hinten und dabei jeweils mit einer f1.9 Blende ausgestattet. Beim Galaxy J5 sind es hingegen nur 13 Megapixel auf beiden Seiten, dafür auf der Rückseite mit einer lichtstarken f1.7 Blende. Während die verschiedenen Modi doch annähernd gleich sind, komme ich direkt auf die Qualitäten zu sprechen und zeige euch einige Beispielaufnahmen. Dabei wurden alle Aufnahmen im Automatikmodus geschossen. Die Frontkameras, und da kann ich leider keine weniger deutlichen Worte loswerden, sind in beiden Smartphones schlecht. Wie ich auch schon in meinen beiden Testberichten erwähnt habe, treffen sie kaum den richtigen Fokuspunkt und 80-90% aller Selfies wirken matschig und null detailreich. Gute Selfies bekommt man nur, wenn der exakte Abstand zwischen Hand und Gesicht eingehalten wird und natürlich auch noch die Lichtbedingungen passen. Die Hauptkameras, und das überraschte mich dann doch etwas, nehmen sich qualitativ gesehen nicht wirklich viel. Immer von einer 100% Betrachtung ausgegangen, sind beim A5 tatsächlich etwas mehr Details erkennbar und der Sensor bildet die Farben etwas kräftiger ab. Auch bei schlechteren Lichtbedingungen ist das Galaxy A5 minimal besser. In Prozent ausgedrückt würde ich vielleicht von 5 bis 10 Punkten sprechen. Videos werden von beiden Kameras in maximal Full HD aufgezeichnet, allerdings ohne die Unterstützung von einem optischen Bildstabilisator. Die Qualität würde ich bei beiden Modellen als durchschnittlich einstufen, da sie nicht immer super schnell und zuverlässig fokussieren und manchmal auch die Belichtung nicht immer ins Grüne trifft. Bevor ich auch schon zum Fazit komme, schauen wir uns noch ganz kurz die Oberflächen beider Geräte an. Beim J5 2017 kommt nicht nur die aktuellste Android-Iteration in Form von Nougat, sondern auch die Samsung Xperia Version 8.1 zum Einsatz. Beim A5 setzt Samsung leider noch auf Marshmallow, obwohl das 6 Monate alte Smartphone bereits im zweiten Quartal Android 7 bekommen sollte. Das ist nicht nur schade, sondern verärgert auch die Kunden, da das vermeintlich bessere Gerät mit einer älteren Version läuft. Optisch sieht man diesen Unterschied aber wirklich nur im Detail. Icons wirken unter Android 7 etwas leichter und filigraner und App-Icons wurden leicht angepasst. Der größte Unterschied dürfte aber in der Art des Aufrufens des App-Drawers sein, denn während man beim A5 noch herkömmlich einen Menübutton drücken muss, kann auf dem J5 durch einfaches Swipen der App-Drawer geöffnet und geschlossen werden. Wie letzten Meldungen jedoch zu vernehmen ist, wird auch das Galaxy A5 2017 in Kürze in den Genuss von Android 7 Nougat kommen. Im Fazit bleibt also die Frage, ob sich der Aufpreis von 70 Euro vom J5 zum A5 2017 lohnt. Bei Design und Verarbeitung, der Akkulaufzeit und den Fingerabdrucksensoren gibt es ein Unentschieden, da sich keines der beiden Geräte deutlich genug absetzen kann. Leichte Vorteile beim Galaxy A5 sehe ich aber bei der Performance und Hauptkamera, ganz zu schweigen von dem deutlich schärferen Display. Hinzu kommt, dass wir beim A5 eine Always-On-Funktion aktivieren können. Einen weiteren wichtigen Punkt darf man ebenfalls nicht vergessen. Mit 32 GB Speicher hat das A5 deutlich mehr Platz zu bieten und bereits zum jetzigen Zeitpunkt zeigt mir das J5 nach der Installation von 3 Spielen und Knipsen einiger Bilder zu wenig Speicherplatz an. Würde ich also den Aufpreis von 70 Euro in Kauf nehmen? Definitiv ja, da man mit dem A5 auf längere Zeit den besseren Fang macht. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Vergleiches zwischen dem Samsung Galaxy J5 2017 und Galaxy A5 2017. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, euch auch in den nächsten Videos begrüßen zu dürfen und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Bis dahin, macht's gut und ciao.